Ja, herzlich willkommen. Als ich vor 3 Jahren hier anfing, da war eins der ersten Bücher, die ich in die Hand bekommen habe, dieses Buch Emeriti erinnern sich, und das habe ich damals von Herrn Siebig bekommen. Der hat das sicherlich in weiser Voraussicht geschenkt. Da sind Vorträge von Herrn Brix, Herrn Haxel und so weiter drin. Und wenn man sich die Lebenserinnerungen anschaut, dann liest oder auch anschaut, das ist nämlich alles auf Zelluloid gebannt, dann weiß man, wo man hier in Heidelberg ist. Da werden Namen genannt wie Feynman, Jensen, Heisenberg, von Laue, mit denen die Emeriti gesprochen und diskutiert haben. Und es werden Zeiten genannt, in denen die Institute Heimat waren, wo man auch nachts um eins noch Hilfe bekam, wenn man Quecksilberkugeln fallen ließ. Und wo man dann auch hört, dass man auch ohne eine einzige Theorievorlesung erfolgreich sein kann, zumindest als Experimentalphysiker. Das hat Herr Heinze damals erzählt, er ist leider heute nicht hier. Es wäre meiner Meinung nach schade, wenn solche Erinnerungen verloren gingen. Und dabei habe ich auch nicht lange gezögert, als Herr Siebig mich fragte, ob ich die Reihe nicht wieder aufnehmen wollte. Und wie gesagt, das war wahrscheinlich von ihm von langer Hand geplant. Und insofern ist auch nach 15 Jahren, denke ich, eigentlich Herr Siebig die treibende Kraft hinter diesem Ganzen. Wie gesagt, es wäre schade, wenn solche Erinnerungen verloren gingen. Und deswegen freue ich mich, dass wir an 5 Abenden von 4 Emeriti, die sicherlich viele zu erzählen haben, einige mehr, andere vielleicht ein bisschen weniger, hören werden. Und eigentlich sollten diese Vorträge in 2-wöchigen Abstand sein, damit das alles nicht zu voll wird. Nun, das hat nicht ganz geklappt, weil ich wahrscheinlich zu spät war und man nicht glaubt, wie viel Emeriti zu tun haben. Also das hat mich doch erstaunt, und insofern bin ich für das Sommersemester auch schon wieder zu spät. Wahrscheinlich wird es da auch wieder so sein, dass eher gegen Ende die Vorträge stattfinden. Insofern bin ich sehr dankbar, dass, und nicht nur deswegen, dass der Herr Hüfner den Anfang macht. Und Herr Hüfner, als ich ihn fragte, was ich so über ihn erzählen könnte, ich kenne ihn ja nicht so, hat er gesagt, das erzähle ich doch alles selber. Und insofern will ich mich auch kurz fassen, trotzdem einige Fakten. Diplom 1963 über Gamma- und Beta-Spektren von Wolfram, glaube ich. Und 1965 die Doktorarbeit über myonische Atome. Habilitation 1970, Untersuchung von isobaren Analogzuständen. Jemand wie ich weiß gar nicht mehr so richtig, was das ist. Und 1971 dann mit 34 der Ruf nach Freiburg. 3 Jahre später der Ruf nach Heidelberg. Ich glaube, er ist den Untersuchungen von Hadron und Kernen immer treu geblieben, hat dann sehr viel in der Schwermionenphysik gemacht. James Hype Suppression ist eine Sache. Die Lehre war ihm, glaube ich, immer sehr wichtig. Und Sie waren Rektor, darüber erzählen Sie selbst. Dann habe ich mich natürlich erkundigt, ob es auch noch so ein paar Dinge gibt, die Sie privat oder über dieses Fachliche hinaus auszeichnen. Ihnen war die Völkerverständigung immer sehr wichtig, auch darüber werden Sie erzählen. China und Israel sind hier die Stichworte. Die soziale Komponente war Ihnen auch wichtig. Herr Pirner hat mir erzählt, es gab also tolle Abende bei Ihnen zu Hause. Das war, glaube ich, auch eine andere Zeit. Und was ich erfahren habe, und wenn wir nachher Wein und Brezeln haben, weiß ich nicht, ob Sie eins rezitieren. Sie lernen sehr gerne Gedichte auswendig. So viel zu den nicht fachlichen Dingen. Und dann freue ich mich sehr über Ihre Erinnerung. Herr Hüfner. Vielen Dank, Herr Schulz-Coulomb, für Ihre freundlichen Worte. Und an Sie, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. So manche von Ihnen, die ich hier sehe, haben mich auch auf Stücken meines Lebens begleitet. Und deswegen ist es schön, mit Ihnen zusammen diesen Rückblick zu halten. Dieser Hörsaal, in dem ich heute reden darf, war immer der liebste für mich für Vorlesungen. Ich habe also häufig hier Vorlesungen gehalten, und wenn es ging, habe ich immer mir diesen Hörsaal gewünscht. Und auch meine letzte, nämlich über die Quantenmechanik, habe ich hier gehalten. Deswegen ist dieser Raum für mich vertraut, und es ist ein schöner Raum, ich glaube auch für die Fakultät.
Es wird vielleicht so ein bisschen merkwürdig sein, dass ich mich sehr stark ans Skriptum halten werde. Ich werde weitgehend den Vortrag ablesen. Das war anders, als ich meine Vorlesung gehalten habe. Aber bei den Vorlesungen ist das Wichtigste natürlich die Formel gewesen, die Gleichung. Und die hat man auch schon abgelesen, damit auch die Pis und die Plus und Minus stimmten und dann an die Tafel geschrieben. Hier kommen jetzt keine Gleichungen mehr vor, das sind die Worte. Und da muss man halt auch sehen, dass die Worte stimmen. Und deswegen habe ich also die Worte auch relativ gut formuliert. Ich habe den Vortrag in 10 Abschnitte geteilt und werde jeweils angeben, wo ich bin, sodass Sie dann wissen, wie weit es noch ist. Der Abschnitt 1 geht über das Erinnern. Auf Ihre Anfrage, Herr Schulz-Coulon, ob ich bereit sei, einen Vortrag in dieser Ringvorlesung zu halten, reagierte ich zunächst mal abweisend, das wissen Sie. Und meine Bemerkung war, das Gedächtnis ist schlecht. In der Tat ist das Gedächtnis eine Schwachstelle, natürlich nicht die einzige. Ich habe immer Menschen bewundert, die sich an frühere Vorgänge mit allen Details, mit Namen und Jahreszahlen erinnern können. Das kann ich nicht. Leider habe ich auch meine Tagebuchaufzeichnungen weggeworfen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe so, sodass ich jetzt nicht darauf zurückgreifen kann. Dennoch hat mich die Aufgabe, die mit diesem Vortrag verbunden ist, gereizt, noch einmal auf meine Berufszeit zurückzuschauen, und deswegen habe ich dann hier die Einladung zu diesem Vortrag angenommen. Nun, während der Vorbereitung des Vortrags behinderte mich natürlich mein schlechtes Gedächtnis immer wieder. Und dann kam ich ins Nachdenken und dachte, ist das nun eine rein persönliche Schwäche? Oder hat die vielleicht sogar was dazu mit zu tun mit meinem Beruf als Physiker? Ich guckte so ein bisschen rum und dann fand ich bei Hermann von Helmholtz, unserem großen Kollegen aus dem 19. Jahrhundert, in seinem Lebensrückblick die folgende interessante, ich muss sagen, für mich tröstliche Bemerkung, Zitat: Aber ebenso früh zeigte sich auch ein Mangel meiner geistigen Anlage darin, dass ich ein schwaches Gedächtnis für unzusammenhängende Dinge hatte. Als erstes Zeichen davon betrachte ich die Schwierigkeit, rechts und links zu unterscheiden. Ende Zitat. Wichtig ist hier vielleicht das Wort unzusammenhängend. Da in der Physik viele Phänomene durch logische Deduktion aus wenigen Grundprinzipien abgeleitet werden können, unser Wissen also sehr stark vernetzt ist, ist, wie man am Beispiel das von Helmholtz sieht, ein schwaches Gedächtnis kein Nachteil bei der Wahl der Physik als Beruf. Anders als vielleicht bei unseren Kollegen aus den Geisteswissenschaften. Und da Sie gerade auf die Schwäche meines Gedächtnisses, ich glaube, die Gedichte angespielt haben, ich lerne Gedichte primär zunächst mal, weil ich mein Gedächtnis verbessern will. Aber es hat auch noch andere Teile. Nun, ich möchte noch etwas zu den Gefahren der Erinnerung sagen, ehe ich mich dann selbst an die Erinnerung mache. In der letzten Zeit sind eine Reihe von Autobiografien erschienen, unter anderem die von Grass, die einen Wirbel verursacht hat. Und Grass schreibt in seiner Einleitung, Zitat: Die Erinnerung gibt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich, zum Schönreden neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Ende Zitat. Wer immer über seine Erinnerung berichtet, neigt zum Schönreden, bewusst oder unbewusst. Dieses Phänomen ist natürlich schon längst bekannt und ich werde keine Ausnahme sein. Dennoch ist es gut, wenn Sie das bei diesem Vortrag nicht vergessen. Wo Sie allerdings korrigieren müssen, das müssen Sie selber herausfinden. Was ich heute berichten werde, ist eine sehr persönliche und selektive Sicht meines Lebens mit und in der Physik, vom Studium bis zu meiner Emeritierung. Da ich vor den Studierenden, Kollegen meiner Fakultät spreche,
betone ich Ereignisse, die an Personen und Vorgänge aus dem Leben der Heidelberger Physik erinnern. Um meine wissenschaftlichen Interessen zu charakterisieren, habe ich für den Vortrag den Titel Kernphysik nach der Entdeckung des Schalenmodells gewählt. Dieser Titel enthält beides, eine chronologische und auch eine inhaltliche Aussage. Im Jahre 1963 erhielten Maria Köppert-Meyer und Hans Jensen den Nobelpreis für die Entdeckung des Schalenmodells der Atomkerne. In demselben Jahre begann ich meine Doktorarbeit auf dem Gebiet der Kernphysik, zuerst in Israel und dann in Heidelberg. Wir werden auch darauf zurückkommen. Auch der Schwerpunkt meiner späteren wissenschaftlichen Arbeit lag auf dem Gebiet der Kernphysik, wobei ich mich bei der Auswahl der einzelnen Themen allerdings weitgehend vom experimentellen Fortschritt führen ließ. Kommt zum zweiten Abschnitt, das Studium. Welche Schüler entscheiden sich für das Studium der Physik? Nach meiner langjährigen Erfahrung als Hochschullehrer möchte ich diejenigen, die Physik nicht aus Verlegenheit wählen, in zwei Gruppen einteilen, in die Philosophen und in die Radiobastler. Die philosophisch interessierten Schüler erwarten von der Physik eine Erklärung der Welt und werden vom Studium häufig enttäuscht. Ich gehörte zu der zweiten Gruppe, den Radiobastlern und denen, die in Mutters Küche chemische Experimente machten. Da mir auch die Mathematik in der Schule leicht fiel, war für mich die Wahl des Studienfachs kein Problem. Erst später, nach dem Vordiplom, das ich an der Universität München ablegte, kamen mir Zweifel, ob ich das richtige Fach gewählt hätte. Die intellektuellen Herausforderungen des Grundstudiums, besonders in der Mathematik, hatten mir Freude gemacht, aber letztlich doch eine Lehre hinterlassen. Es fehlte der Bezug zum Menschen. Nach einem Ferienpraktikum in einem Krankenhaus schien mir der Beruf des Arztes deshalb erstrebenswerter als der des Physikers. Obwohl meine Eltern einen Studienwechsel finanziert hätten, entschloss ich mich, zunächst das Physikstudium abzuschließen. Warum? War es der Wunsch nach einer Art biografischer Ordnung, das heißt etwas Angefangenes nicht auch abzuschließen? Und so ordentlich bin ich eigentlich gar nicht. Oder war es die Hoffnung, dass sich meine Wünsche auch in der Physik erfüllen würden? Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls wurde das Studium nach dem Vordiplom zunächst wissenschaftlich interessanter. Den Bezug zu den Menschen fand ich erst später in meinem Beruf als Hochschullehrer, der meine intellektuellen und sozialen Wünsche erfüllt hat. Nach einem Studienjahr nach München an der Freien Universität in Berlin suchten dann ein Freund und ich einen Ort für eine Diplomarbeit. Da wir durch den Wechsel des Studienorts, erst München, dann Berlin, etwas Zeit verloren, in Anführungszeichen verloren hatten, suchten wir nach einem Institut, wo man die Diplomarbeit in möglichst kurzer Zeit machen konnte. Das ist schon ein etwas merkwürdiges Suchkriterium, muss man so rückblickend sagen. Aber für uns führte es zu einem Glückstreffer, nämlich nach Heidelberg. In Heidelberg im Jahre 1961 begann ich eine experimentelle Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Kernphysik, damals noch in den Labors an der Jahnstraße. Dort vermaß ich, wie Sie es schon gesagt haben, die Beta- und Gamma-Spektren des radioaktiven Kerns Wolfram 182. Das war ziemlich langweilig. Und auch dabei merkte ich, dass mir die experimentelle Arbeit eigentlich nicht lag. Dennoch war die Zeit für mich wichtig. Nämlich in den Diskussionen mit den experimentellen Kollegen, den Diplomanten, Doktoranden oder auch Assistenten, lernte ich, dass ich sie nicht mit komplizierten mathematischen Argumenten überzeugen konnte, sondern indem ich meine Argumente auf die wesentliche Physik reduzierte und mehr mit Bildern als mit Formeln argumentierte. Später habe ich als Theoretiker immer gerne mit Experimentatoren zusammengearbeitet, wobei mir die Erfahrungen aus meiner Diplomarbeit sehr geholfen haben. Ich habe eigentlich so die physikalische Sprache dort erlernt. Während meiner Diplomarbeit lernte ich auch Wolfgang Gentner,
der das Institut im Jahre 1958 als Direktor übernommen hatte und der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, auf einem Institutsausflug im Elsass kennen. Wir sprachen damals über unsere gemeinsame Liebe zu Frankreich. Er hatte, wie Sie vielleicht wissen, nach seiner Promotion einige Zeit in Madame Curies Institut gearbeitet. Ich hatte in meinem ersten Semester, also noch vor München, an der Sorbonne in Paris studiert. Allerdings nicht Physik, sondern Civilisation et langue française. Gentner hat mich tief beeindruckt und auch geprägt. Bis zu seinem Tode und zu dem seiner Frau Alice war ich beiden sehr verbunden. Allerdings erinnere ich mich kaum an Diskussionen mit Herrn Gentner über Physik. Dagegen sind mir die Gespräche bei ihm zu Hause noch sehr gegenwärtig. Wer ihn kannte, erinnert sich immer noch an diese knarrende Stimme, die er hatte. Er erzählte gerne von Menschen, denen er begegnet war. Er verstand es, Menschen für sich zu gewinnen und Brücken zwischen Menschen zu bauen. Darin drückte sich seine Menschlichkeit aus, die auch mir zum Vorbild wurde. Für mich besonders prägend waren die Brücken, die er über die nationalen Grenzen hinausschlug, unter anderem die nach Israel. Die Verbindung nach Israel entwickelte sich aus einer persönlichen Begegnung Wolfgang Gentners mit dem Israeli Amos de Shalit auf neutralem Boden, neutral in Anführungszeichen, nämlich am CERN in Genf. Es war für mich eine Freude, so erzählte Gentner später, als eines Tages, wohl 1957, Amos de Shalit, ein theoretischer Physiker vom Weizmann-Institut, in mein Zimmer bei CERN kam und mit mir sprach. Er meinte, dass es doch eigentlich Möglichkeiten geben sollte, Kontakte zwischen deutschen Forschungsinstituten und dem Weizmann-Institut aufzunehmen. Ende Zitat. Interessant ist, dass die Initiative damals von den Israelis und nicht von den Deutschen ausging. Warum? Waren die Deutschen noch zu sehr von ihrer Vergangenheit belastet, dass sie es nicht wagten, auf die Israelis zuzugehen? Oder blickten die Israelis, die ihren jungen Staat auch wissenschaftlich eng an Europa anbinden wollten, viel weiter in die Zukunft und erahnten die zukünftige Rolle Deutschlands in Europa? Ich habe mit vielen darüber geredet, aber nie eine eindeutige Antwort erhalten. Dass aber Gentner angesprochen wurde, war sicherlich kein Zufall. Die Israelis schauten ganz genau hin, tun es auch heute noch, mit wem sie es zu tun hatten, wenn sie älteren Deutschen begegneten. Gentner hatte in der Nazizeit Integrität bewiesen. Nach längerer Zeit, also nach 2 Jahren, reisten dann im Jahre 1959 Wolfgang Gentner, Otto Hahn und Feder Lünen nach Israel und legten den Grundstein für ein Austauschprogramm für junge Wissenschaftler zwischen Deutschland und Israel, das später unter dem Namen Minerva-Programm bekannt wurde. Als ich im Jahre 1963 meine Diplomarbeit dem Ende zuneigte und es klar wurde, dass ich zur Promotion in die theoretische Physik wechseln wollte, fragte mich Gentner, ob ich dafür nicht zu de Shalit nach Israel gehen wolle. Jensen versprach, er würde seine theoretische Hand über mich halten. Gerne nahm ich an, nicht wissend, wie stark mich dieser Aufenthalt menschlich, politisch und physikalisch prägen sollte. Ich komme zu Abschnitt 3. Kernphysik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich möchte ganz kurz die Entwicklung der Kernphysik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schildern, um klarzumachen, welche wissenschaftlichen Probleme zu lösen waren, als ich mich in dieses Gebiet einarbeitete. Die Kernphysik begann um die Jahrhundertwende mit der Entdeckung in dem Studium der Radioaktivität durch Becquerel und die Curies und mit dem berühmten Experiment von Rutherford, in dem er bewies, dass der Kern in einem winzigen Volumen im Zentrum des Atoms konzentriert sei. Etwa 20 Jahre später
1932 konnte dann Chadwick zeigen, dass der Kern aus Protonen und Neutronen besteht. Die Natur der starken und kurzreichweitigen Kräfte, die die Nukleonen im Kern zusammenhalten, wurde durch die Entdeckung des Pions und anderer Mesonen klarer. Jetzt konnte man versuchen, die Eigenschaften der Kerngrundzustände und ihrer niedrig angeregten radioaktiven Zustände zu verstehen. Da es sich beim Kern um ein komplexes Vielteilchensystem handelt, ist außer für das Deuteron keine exakte Lösung zu erwarten. Man war und ist deshalb auch heute noch bei der Berechnung von Kerneigenschaften auf vereinfachende Modelle angewiesen. In der Zeit um 1950 wurden zwei komplementäre phänomenologische Modelle vorgeschlagen. Von Gerhard Meyer und Jensen das Schalenmodell und das sogenannte Kollektivmodell von Obor und Ben Mottelson. Mit ihrer Hilfe ließen sich die Eigenschaften von Atomkernen in verschiedenen Regionen des Periodensystems semi-quantitativ verstehen. Das war die Situation, die ich vorfand, als ich in die Wissenschaft einstieg. Für jede der oben genannten Entdeckungen war der Nobelpreis vergeben worden. Wie es sich in der Folge herausstellte, waren damit die bahnbrechenden, das heißt das Nobelpreiswürdigen Entdeckungen in der Kernphysik gemacht. Die Aufgabe der Kernphysiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand darin, die Modelle mathematisch, experimentell und theoretisch zu erforschen und durchzuarbeiten. Das war natürlich nicht so aufregend wie bei den Elementarteilchenphysikern, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gerade in ihrer Sturm- und Drangzeit befanden und die ich manchmal um die Aufregung in ihrem Gebiet beneidete. Ich möchte nun auch kurz auf die Entwicklung in der Kernphysik in Heidelberg eingehen. Nachdem Gerhard Meyer und Jensen in ihrem Buch Elementary Theory of Nuclear Shell Structure, das 1955 erschienen war, eine Vielzahl von Daten erklärt hatten, wandte sich Jensen der schwachen Wechselwirkung zu. Und die theoretische Physik trat in Heidelberg etwas in den Hintergrund. Die theoretische Kernphysik. Sie rückte erst wieder in den Vordergrund, als Hans Weidenmüller, der bei Jensen promoviert hatte, also für mich in den Vordergrund, der bei Jensen promoviert hatte vom Caltech, wo er als Visiting Assistant Professor gearbeitet hatte, nach Heidelberg zurückgekommen war und hier im Jahre 1963 einen Lehrstuhl für theoretische Kernphysik übernommen hatte. Für uns junge Studenten, ich war damals Diplomant, war seine Vorlesung über theoretische Kernphysik eine Offenbarung. Nicht nur hielt Hans Weidenmüller eine vorbildlich klare Vorlesung, sondern er machte uns auch mit dem modernen mathematischen Handwerkszeug der Kernspektroskopie, zum Beispiel mit 3J und 6J-Symbolen vertraut. Weidenmüller wurde dann auch einer der Betreuer meiner Doktorarbeit. Er war mir immer ein Vorbild für klares theoretisches Denken und Formulieren. Wenn ich Gentner und de Chalit als meine Väter in Anführungszeichen in der Physik bezeichne, so war Hans Weidenmüller wegen des geringen Altersunterschieds für mich eher ein großer Bruder als ein Vater und später ein guter Kollege und Freund. Vielen Dank, Hans. Das darf ich hier auch öffentlich so sagen. Wolfgang Gentner ist auch eine Schlüsselpersönlichkeit für die experimentelle Kernphysik in Heidelberg. Noch während des Krieges entwarf und baute er als Assistent von Walter Grothe ein Zyklotron im Max-Planck-Institut für medizinische Forschung an der Jahnstraße. Es wurde 1944 eingeweiht und konnte Deuteronen bis auf 10,5 MeV beschleunigen. Als dann im Jahre 1958 Gentner die Nachfolge Bodes antrat, wurde die Kernphysik aus dem Max-Planck-Institut für medizinische Forschung ausgegliedert und ein neues Institut für Kernphysik, Max-Planck-Institut für Kernphysik, am Bierhelder Hof gegründet, das wir heute so kennen. Im Jahre 1962 wurde dort der 6 MeV-Tandem-Linearbeschleuniger eingeweiht. Wegen seiner variablen Energie und der guten Energieschärfe konnten damit sehr detaillierte Anregungsfunktionen aufgenommen werden und unter anderem die Resonanzstruktur in den Anregungsspektren der Kerne untersucht werden. Nach diesem Exkurs
zur Geschichte der Kernphysik allgemein in Heidelberg, möchte ich jetzt auf meine persönliche Entwicklung wieder zurückkommen. Und damit zum Abschnitt 4, Promotion. Im Herbst 1963, nach bestandener Diplomprüfung und frisch verheiratet, ist der einzige persönliche Aspekt, den ich hier bringen will, fuhr ich mit einem Schiff von Marseille nach Israel. Am Weizmann-Institut in Rehovot sollte ich bei Amos de Chalit meine Doktorarbeit beginnen. Ich möchte das, was ich dort erlebte, etwas ausführlicher schildern, weil dieser Aufenthalt nicht nur für mich außerordentlich wichtig war, sondern weil es auch vielen anderen jungen Heidelbergern Kernphysikern ähnlich ging, die mit einem Minerva-Stipendium im Weizmann-Institut eine Zeit lang gearbeitet haben. Wenn Gentner uns junge Wissenschaftler nach Israel schickte, so hatte er zwei Ziele im Sinn. Einmal die Aussöhnung zwischen Deutschen und Israelis. Und gleichzeitig die Aufgabe, deutsche Wissenschaft wieder an das Weltniveau heranzuführen. Gentners Zauberrezept war dabei ganz einfach. Deutsche Wissenschaftler, die so jung waren, dass sie keine Schuld an den Geschehnissen des Dritten Reiches auf sich geladen haben konnten, sollten nach Israel gehen und dort an Projekten mitarbeiten. Indem sie mit ihren israelischen Kollegen in Büros und Labors gemeinsam forschten, würde ein Vertrauensverhältnis entstehen, das ermöglichte, dass man auch über die Probleme, die zwischen den beiden Völkern immer noch standen, sprechen und sie damit bewältigen könnte. Genau so geschah es auch. In Israel wurde ich herzlich empfangen und war von der Gastfreundschaft überwältigt. Wie ich später erfuhr, gab es im Weizmann-Institut auch viele Israelis, die damals mit Deutschen keinen Kontakt haben wollten. Aber sie hielten sich zurück, sodass ich nie eine unangenehme Situation erlebt habe. Wenn ich mich trotzdem als Deutscher in Israel zunächst unbehaglich fühlte, so kamen diese Gefühle aus mir selbst. Ich schämte mich, Deutscher zu sein. Nach vielen, oft vergeblichen Versuchen, mein Deutschsein zu verbergen, lernte ich, mein Deutschsein anzunehmen. So merkwürdig das klingt, erst in Israel wurde ich zum Deutschen. Gute Freundschaften mit jungen Israelis aus dieser Zeit sind bis heute geblieben. Die enge innere Verbindung mit diesem Land führt heute dazu, dass ich oft mit Unverständnis und manchmal auch mit Wut die gegenwärtigen politischen und kriegerischen Verwicklungen Israels mit seinen Nachbarn verfolge. Ähnlich äußern sich übrigens auch andere ehemalige Stipendiaten. Wir hatten damals eine sehr glückliche Periode in der Geschichte des jungen Landes erleben dürfen, haben vielleicht Land und Leute idealisiert und die Probleme in der Gesellschaft und in der Region nicht wirklich verstanden. Wer kann das sagen, dass es wirklich versteht? Es wird immer unverständlicher. Wunderbar war die ungezwungene und optimistische Atmosphäre im Weizmann-Institut. Viele bedeutende Gäste, besonders aus den USA, gingen im Institut ein und aus. Immer wurde irgendwo diskutiert. Man konnte teilnehmen, weil die Türen zu den Büros offen standen. Für mich war das etwas Neues. Das Weizmann-Institut war damals schon eines der international führenden Institute in den Naturwissenschaften. Alles schien denkbar und lösbar. Für mich verkörperte besonders Amos de Chalit diese Stimmung. Er war ein Saber, das heißt ein im Land geborener Israeli, der in Zürich bei Scherrer eine experimentelle Doktorarbeit gemacht und dann eine Professur für theoretische Physik am Weizmann-Institut übernommen hatte. Mit Talmy hatte er ein grundlegendes Buch zum Schalenmodell, Nuclear Shell Theory, geschrieben. Er war eine charismatische Persönlichkeit, ein Visionär, auch in der Physik. Er sah die Zukunft der Kernphysik in den Untersuchungen der Atomkerne an den neuen Hochenergiebeschleunigern, unter anderem mit den dort erzeugten Teilchen, den Pionen, den Kaonionen und so weiter. In diese Richtung arbeitete er auch später nicht auf Anregung von Amos de Chalit, aber einfach weil es die interessanteste Physik war, arbeitet Bogdan Puck in Heidelberg und jetzt Johanna Stachel am LHC.
Mir schlug damals Deschalit ein Thema aus dem Gebiet der myonischen Atome vor. Myonische Atome sind Atome, in denen ein Elektron durch ein Myon ersetzt wird. Da das Myon etwa 200 Mal schwerer als ein Elektron ist, ist sein Bohrscher Radius 200 Mal kleiner. In der Umgebung des Bleis verläuft deshalb die atomare Bahn des 1s-Myons schon weitgehend innerhalb des Atomkerns. Daraus ergibt sich sehr viel interessante Physik. Nur ein Beispiel. Ein 1s-Myon auf einer kugelsymmetrischen Bahn um einen deformierten Kern erzeugt eine zentralsymmetrische Kraft und diese versucht, die Deformation des Kerns zu reduzieren und damit das Trägheitsmoment des Kerns zu verringern. Das ist ein Effekt von einigen Prozent, die ich damals abschätzte. Ich möchte noch eine Geschichte von Amos de Chalit erzählen, die sein pädagogisches Talent charakterisiert. Eines Tages war ich niedergeschlagen, weil ich mit einem Problem bei dem myonischen Calcium nicht weiterkam. Ich erzählte ihm meine Fortschritte und Schwierigkeiten. Begeistert äußerte er sich über meine Ergebnisse und voller Stolz verließ ich sein Arbeitszimmer. Am nächsten Tag allerdings stellte ich fest, dass das, was er gelobt hatte, falsch war. Nur hatte ich jetzt von de Chalit motiviert, die Kraft schnell die richtige Formel abzuleiten. Ob de Chalit den Fehler nicht bemerkt hatte, weil er irgendwie an was anderes dachte, oder ob er mich einfach hatte aufbauen wollen, weiß ich bis heute nicht. Wie immer, bis heute habe ich nicht vergessen, wie wichtig das Ermuntern ist. Aus aktuellem Anlass möchte ich hier noch eine Erinnerung einschieben. Sie haben aus der Zeitung gelesen, dass der israelische Ministerpräsident Ehud Olmert vor wenigen Tagen ein Tabu israelischer Politik brach, indem er öffentlich von einer israelischen Atombombe sprach. Als ich 1963/64 am Weizmann-Institut war, fiel mir auf, dass eine wichtige Abteilung am dortigen Physikinstitut sich mit der Isotopentrennung, eine für den Bau von Atomwaffen zentrale Technik, beschäftigte. Außerdem verschwand de Chalit zusammen mit den anderen Kernphysikern jeweils an einem Tag in der Woche in die Wüste, nämlich zu dem Reaktor in Dimona. Da musste man nur 3 und 3 zusammenzählen. Und das hatten wir damals auch getan. Nun, zurück von Israel zurück in Heidelberg beendete ich meine Doktorarbeit unter Hans Weidenmüllers Betreuung. Abschnitt 5, meine Zeit als Postdoktorand. Nach der Promotion durfte ich weiter mit Hans Weidenmüller arbeiten. Er war dabei, das Schalenmodell, das bisher nur für gebundene Zustände ausgearbeitet worden war, auf Streuphänomene, wie sie zum Beispiel an dem Tandem am MPI untersucht wurden, zu verallgemeinern. Die beobachteten Resonanzen im Wirkungsquerschnitt wurden als gebundene Zustände behandelt, die in das Kontinuum der Streuzustände eingebettet sind. Wir mussten viele mathematische und numerische Probleme aus der Streutheorie, wie zum Beispiel ihre Konvergenz im Falle der Kernkräfte, lösen. Was besonders anregend war, die Ergebnisse waren auch für die Experimentatoren interessant und wurden mit ihnen diskutiert. Wir arbeiteten deshalb oft auch an dem Max-Planck-Institut, das uns Theoretiker von der Universität, übrigens auch die experimentellen Gruppen von der Universität, immer bereitwillig aufnahm und uns allen großzügige Arbeitsmöglichkeiten bot. Oft wussten wir gar nicht genau, wer jetzt gerade aus welchem Topf, aus Mitteln der Universität oder des Max-Planck-Instituts bezahlt wurde. Auch später, als Professor in Heidelberg, war ich für die großzügige Gastfreundschaft des MPI immer dankbar. Die gute Zusammenarbeit zwischen den universitären Instituten und den Max-Planck-Instituten ist sicherlich eine Stärke der Heidelberger Physik, auch heute noch. Ein Aufenthalt in den USA gehört zu der Biografie eines jeden angehenden Naturwissenschaftlers. Am Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, in Cambridge bei Boston, erhielt ich eine Postdoc-Stelle für 2 Jahre. Das wurde für mich die
intellektuell anregendste Zeit meines Lebens. Mit den Großen der Kernphysik, Feshbach und Kerman und anderen durfte ich zusammenarbeiten. Dazu konnten wir bei dem gemeinsamen Lunch in dem Seminarraum zuhören, wie sich berühmte Physiker, darunter Victor Weisskopf, Francis Lowe, Steven Weinberg und Edward Kendall, über die anstehenden Probleme der Welt und der Physik unterhielten. Über die damals allseits diskutierten Raketenabwehrsysteme, genauso kompetent wie über die gerade entdeckten Quarks, für die Kendall später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Am MIT untersuchte ich mit Arthur Kerman die hoch angeregten isobaren Analogzustände, die als relativ scharfe Resonanzen in der Proton-Kernstreuung beobachtet werden. Da sie als in das Kontinuum eingebettete Zustände eines Isospin-Multiplets eine klare Struktur haben, wie es Ihre Erklärung genommen, konnten wir die Daten nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ mit den Rechnungen vergleichen. Eine Situation, die in der Kernphysik leider nicht sehr häufig ist. Mit einem Teil der am MIT erarbeiteten Ergebnisse habilitierte ich mich dann in Heidelberg. Das war Anfang 1970. Abschnitt 6. Professor für theoretische Physik. Welch ein Glück hatte ich, dass meine Habilitation in eine Zeit des großzügigen Ausbaus der Universitäten in Deutschland fiel. Überall wurden neue Lehrstühle eingerichtet und Professoren gesucht. Fast jeder Qualifizierte hatte sehr gute Chancen. Wie anders sah es dann 15 Jahre später aus, als selbst die Besten nicht mehr zum Zug kommen konnten. 2 Jahre nach meiner Habilitation saß ich schon auf einem Lehrstuhl in Freiburg. Eine Berufung in jungen Jahren, bei mir mit 34, war natürlich eine große Chance, aber noch mehr eine riesige Herausforderung. Denn außer meiner Erfahrung in der Forschung hatte ich für einen Professor nichts Nützliches mitzubringen. Unerfahren in der Lehre musste ich gleich die große Vorlesung in der Quantenmechanik übernehmen. Glücklicherweise halfen mir die Studierenden mit ihren Kommentaren, die sie in ein Meckerbuch schrieben, das ich damals begann und bis zu meiner Emeritierung immer wieder herumlaufen ließ. Einer der ersten, ich habe das Buch immer noch, habe ich jetzt mal bei der Vorbereitung hier reingesehen, einer der ersten hilfreichen Einträge lautete, Zitat, es wäre gut, wenn Sie einen Rechenvorgang hinterher noch einmal kurz wiederholen und erklären würden, weshalb Sie gerade diesen oder jenen Ansatz gemacht haben. Ende Zitat, sehr vernünftig, ne? Als ich einmal, das war bei der Besprechung des Wirkungsquerschnitts, völlig einbrach und trotz aller Versuche nicht weiterkam und ich mich sehr schämte, sagte mir hinterher ein Student, er habe gerade die interessanteste Stunde seines bisherigen Studiums erlebt. Denn er hätte jetzt sehen können, wie ein Professor denke. Damals war ich getröstet. Heute, wenn ich darüber nochmal nachdenke, ist das ein zweischneidiges oder zweideutiges Kompliment. Denn ich hatte es ja gar nicht geschafft, mich zu lösen. Das heißt, mein Denken hat mich überhaupt nicht, hat mir gar nichts geholfen. Nun, trotz gelegentlicher Misserfolge habe ich immer gerne unterrichtet. Und wie ich aus meinem Meckerbuch erfuhr, manchmal stand da noch Lobendes drin, waren meine Vorlesungen auch mal bei meinen Studierenden recht geschätzt. Die Quantenmechanik blieb meine liebste Vorlesung, mit der ich auch meine aktive Berufszeit abschloss. In Freiburg gefiel es mir persönlich sehr gut, aber wissenschaftlich war ich einsam. Deshalb nahm ich gern das Angebot wahr, auf eine Professur nach Heidelberg zu wechseln. Damals waren innerhalb kurzer Zeit 3 Lehrstühle in der theoretischen Physik, Kernphysik in Heidelberg frei geworden. Klaus Dietrich war nach München, Claude Mao nach Liège gegangen und Hans Meidenmüller war Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik geworden. Die Fakultät entschied damals, nur einen der 3 vakanten Lehrstühle in der Kernphysik weiterzuführen, der mir angeboten wurde. Die anderen beiden sollten in Richtung theoretische Festkörperphysik und statistische Physik umgewidmet werden. Fächer, die bisher noch nicht in Heidelberg vertreten waren. Franz Wegner und Heinz Horner
konnten dafür gewonnen werden. Wir drei bezogen dann die Villa Philosophik 19, die zunächst Heinz Filthut für ein Institut für Hochenergiephysik vorgesehen hatte. Als er wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gehen musste, war die Zukunft des Hauses Philosophik 19 unsicher. Unsere gute Verhandlungsposition als neu zu Berufenden nutzten wir zu unserem Gunsten aus und erreichten, dass es der theoretischen Physik zugesprochen wurde. Herr Stech, Sie haben da, glaube ich, mitgeholfen, Sie sind damals nach Stuttgart gefahren, um uns zu helfen. Aber es gab auch böse Worte aus der Fakultät, ich wurde also als Leichenflatter beschimpft. Na, es ist eines der schönsten Institute für theoretische Physik überhaupt gewesen und seine wunderbare Lage hat sicherlich unserer Physik nicht geschadet. Es entstand die Abteilung theoretische Vielteilchenphysik. Das war das verbindende Glied zwischen der Kernphysik, der Festkörperphysik und der statistischen Physik. Auch wenn der Umgang zwischen den drei Gruppen, im Wesentlichen Franz Wegener, Heinz Horner und mir, sehr eng und freundschaftlich waren und von Zeit zu Zeit eine gemeinsame Vorlesung, ein gemeinsames Seminar entstanden, gab es kaum gemeinsame Publikationen. Die konkreten Probleme der Physik, der kondensierten Materie, sind wohl doch zu verschieden von denen der Kernphysik. In diese Zeit fiel eine interessante Zusammenarbeit mit Bogdan Poch über Hyperkerne. Das sind Kerne, die neben den üblichen Nukleonen, den Protonen und Neutronen, ein Lambda-Teilchen enthalten. Gilt auch für solche Kerne das Schalenmodell? Und wenn ja, welche Kräfte spürt das Lambda-Teilchen im Atomkern? In einer von Poch genial erdachten Reaktion, der K-P-Reaktion, wird ein Neutron im Kern in ein Lambda umgewandelt und der Targetkern wird zum Hyperkern. Bei geeignet gewählter Kinematik ist die mittlere Geschwindigkeit des produzierten Lambdas so klein, dass ein Hyperkern in einem gebundenen Zustand übrig bleibt. Und aus diesen Spektren konnte man dann auf die Zustände der Hyperkerne schließen. Und auf die Eigenschaften, die Bindungseigenschaften des Lambda-Teilchens zu schließen, brauchte man noch die Theoretiker. Und unter den Theoretikern war dann auch Hans Pirner. Wir konnten damals aus den Daten erschließen, dass das mittlere Potenzial eines Lambdas nur halb so groß ist wie das eines Nukleons. Aber es war eine Sensation, dass für das Lambda-Teilchen die Spinnbahnkraft praktisch null ist, während sie für die Nukleonen gerade die entscheidende Kraft ist, für deren Entdeckung Göppert, Meyer und Jensen den Nobelpreis erhalten haben. Das war schon sehr aufregend. Abschnitt 7. Die weltweite Zusammenarbeit. Einstein hat sich einmal als Einspänner bezeichnet. In der Tat ist er bei allen seinen großen Arbeiten der alleinige Autor. In seiner Notation würde ich mich als Mehrspänner charakterisieren. Natürlich unterscheide ich mich nicht nur darin von Einstein. Ich habe immer lieber zusammen als alleine gearbeitet. Die endlosen Diskussionen, die kleinen Fortschritte, die der eine oder andere gefunden hatte, die gemeinsam erlebten großen Enttäuschungen und kleinen Triumphe, waren am Ende immer wichtiger als das Resultat. Wenn das Papier dann fertig war, hat es mich nicht mehr interessiert. Und ich habe es schnell vergessen. Die intensive Zusammenarbeit, aber in der wir uns in der kleinen Gruppe sehr gut kennenlernten und einander näher kamen, ist mir oft viel länger in Erinnerung geblieben. Manche Freundschaften sind daraus entstanden, die immer noch lebendig sind, während die gemeinsamen Papiere auch von der Wissenschaft schon längst vergessen sind. Besonders gerne habe ich Mitarbeiter aus dem Ausland nach Heidelberg geholt. Ich habe neben der Physik auch viel von ihnen gelernt, was in der Welt so passiert. Mit Abraham Gall aus Jerusalem verbindet mich noch heute eine Freundschaft, die begann, als wir beide bei der Shalit am Weizmann-Institut
an unserer Dissertation arbeiten. Er damals über Hyperkerne. Inzwischen war er ein Papst auf dem Gebiet der Hyperkerne geworden, als wir uns in Heidelberg daran machten, die Pochschen Experimente zu analysieren. Ich schrieb ihm über unsere Überlegungen und Ergebnisse. Es gab damals noch keine E-Mails, es waren Expressbriefe. Man musste etwa eine Woche warten, bis man die Antwort hatte. Und ich erinnere mich noch an die wirklich heftigen Auseinandersetzungen, an denen fast unsere Freundschaft zerbrochen wäre. Auch wenn er uns letztlich keinen Fehler nachweisen konnte, so hat es doch ziemlich lange gedauert, bis er sich unserer Interpretation über die Abwesenheit einer Spin-Bahn-Kopplung anschloss. Wenn Freundschaften über wissenschaftliche Auseinandersetzungen zerbrechen können, so zeigt das nur, mit welcher Intensität wir Wissenschaft betrieben haben. Arbeit und privates Leben waren nie säuberlich getrennt, oft sicherlich zum Verdruss der Familien. Aber ich glaube, mit dieser Beobachtung bin ich in diesem Kreis nicht irgendwie außergewöhnlich. Noch eine kleine Anekdote zum Thema Freundschaft. Schon bald nach Maos Tod durften die ersten Chinesen als Stipendiaten nach Deutschland kommen. Wieder einmal hatte sich Genten als Brückenbauer bewährt. Der erste Stipendiat war Jiang Guanqing, mit dem ich sehr intensiv über Hyperkerne, über die Apposition von Pionen und andere Themen zusammenarbeitete. In den Arbeitspausen brachte er mir dafür dann Tai Chi bei. Wir waren Freunde geworden, glaubte ich. Nach seiner Rückkehr nach Beijing besuchten Hans Weidenmüller und ich ihn dort im Rahmen einer Vortragsreise durch China, auf der er uns begleitete und betreute. In seinem Institut der Academia Sinica fragten wir ihn, ob wir auch einmal seine Wohnung sehen dürften. Wir aus dem Westen waren damals sehr neugierig auf alles, was sich in China tat. Nachdem er bei der Direktion seines Instituts sich vergewissert hatte, das war nämlich eine Institutswohnung, wurden wir abends zu ihm nach Hause in eine komfortable Dreizimmerwohnung eingeladen. Erst viel später erfuhren wir, nicht von ihm, dass er für diesen Abend aus seiner eigenen, sicherlich sehr bescheidenen Wohnung in die komfortable Wohnung, die wir gesehen hatten, umgezogen war. Ich fühlte mich hintergangen. Nicht durch die Tatsache, dass er umziehen musste, darauf hatte er wohl keinen Einfluss, sondern dass er uns nicht danach heimlich von dem kleinen Betrug erzählt hat. Die Loyalität zum Staat oder Partei, der er als Mitglied angehörte, oder auch vielleicht die Angst vor Repressionen waren eben doch stärker als das, was ich oder wir hier im Westen von einer Freundschaft erwarten. Jahre später konnten wir darüber reden, die Freundschaft ist nicht zerbrochen. Inzwischen lebt er in einer noch schöneren Wohnung als die, die wir damals gesehen hatten. So schnell entwickelt sich China. Nach Frankreich, ich hatte es schon erwähnt, fühlte ich mich stark hingezogen, immer. Ich bewunderte die Sprache, die Literatur, die Philosophie und natürlich auch die Lebensart. Deshalb habe ich auch immer wissenschaftliche Kontakte zu französischen Physikern gepflegt. Die Kontakte intensivierten sich in den 80er Jahren, nach einem Sabbatical in Marseille, als man am CERN begann, Atomkerne auf Atomkerne zu schließen. Im Extremfall Uran auf Uran. Am CERN-SBS waren damals die in der Welt höchsten Energien zu erreichen, fast 200 GeV pro Nuklear. In Kollisionen bei solchen Energien wird nicht nur die Bindung der Nukleonen an den Atomkern aufgebrochen, sondern man erwartete auch, dass die Bindung der Nukleonen selbst aufbrechen würde und kurzfristig ein See von freien Quarks und Gluonen entstehen würde. Ein ganzer neuer Zustand der Materie, das sogenannte Quark-Gluon-Plasma. Diese Art von Materie müsste, nach unserer Vorstellung, etwa eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall im Universum geherrscht haben. Wie konnte man nun feststellen, dass in einem Kernstoß wirklich ein
Quark-Gluon-Plasma entstehen würde. Als vielversprechender Indikator wurde das J-Psi angesehen, was Sie schon erwähnt hatten, ein Meson, das aus einem Charm und einem Anti-Charm-Quark besteht.